Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Nach meiner Uhr ist 14 Uhr. Deswegen würde ich sagen, legen wir pünktlich los. Mein Name ist Matthias Bauer, und es geht heute in unserem Webinar um das Thema Talent Application Integration. Das Ganze richtet sich insbesondere an Nutzer oder Kunden, die schon erste Berührungspunkte irgendwie mit Talent hatten, die vielleicht sogar schon Erfahrungen mit der Talent-Datenintegration haben oder hatten. Das Ganze wird durch meinen Kollegen Eduard Kloß geleitet. Eduard, vielleicht versuchst du mal was zu sagen, dass ich weiß, dass du auch da bist. Hallo, Eduard Kloß. Matthias, hörst du mich? Jawohl, ich denke, wenn ich dich höre, nicht alle. Genau, vielleicht stellst du dich kurz vor. Ich hab die Slide schon eingeblendet und sag zwei, drei Worte zu dir und deine Aufgaben. Wie gesagt, Eduard Kloß, ich bin bei Time2Act als Analytics-Konsultant tätig mit Schwerpunkt Talent. Bin dann in den ganzen Data Engineering-Projekten designe dann ETL-Strecken im Data Warehouse, moduliere Datenmodelle und mache dann die ganzen Implementierung in den Datenintegrationsprojekten. In diesem Webinar werde ich dann kurz ein Demo vorstellen, drei Talentjobs, und werde dann zu den Jobs was erzählen und dann werden wir im Anschluss eine Fragerunde haben, falls es dann Fragen gibt zu diesen Talentjobs oder generell zu Talent und zu unserem heutigen Webinar. Da darf ich an dir das Wort übergeben. Super, vielen Dank, Eduard. Genau. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir. Ich bin auch Teil der Time-to-Act Group. Time-to-Act Group gliedert sich in verschiedene Unternehmen und ich komme dort aus dem Unternehmen X-Integrate. Bin dort verantwortlich eigentlich für das ganze Thema Data Science und Advanced Analytics. Nehme aber durchaus verschiedene Rollen in unterschiedlichen Projekten ein, um Business Cases und Anforderungen zu verstehen, zu identifizieren und die dafür benötigten Softwarearchitekturen und Lösungen zu designen, aufzubauen und dann die Projekte auch zu koordinieren. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, Data Science, Advanced Analytics, wie passt das jetzt zusammen? Naja, das ganze Thema ist natürlich auch so, auch in meinen Schwerpunktbereichen sind das Essentielle natürlich die Daten und insbesondere die aufbereiteten Daten und die Daten, um damit überhaupt solche Analysen durchführen zu können. Und dafür braucht es solche Plattformen, solche Architekturen, die unser Partner und Technologiehersteller Talent bietet. Worüber wollen wir heute konkret reden? Ich habe mal versucht, so ein bisschen meine oder unsere persönlichen Erkenntnisse auf der anderen Seite zusammenzubringen, Herausforderungen, die wir bei unseren Kunden sehen, schon gesehen haben, teilweise schon gelöst haben oder noch in der entsprechenden Umsetzung befinden. Würden dann darauf eingehen, was ist überhaupt so ein Architektur, Bildarchitektur, Möglichkeit eines ESB, eines sogenannten Enterprise Service Buses und was hat es dahingehend mit der Datenintegration eigentlich zu tun, was für Integrationsmuster bietet so eine Softwarelösung, was für Vorteile und Möglichkeiten ergeben sich einerseits für die Business-Seite, für den Fachbereich, aber auf der anderen Seite auch für die Technik selbst. Und dann kommt quasi der Teil, den Eduard Kloß gerade schon angesprochen hat. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, was bietet die Cloud API Services Plattform für das ganze Thema Application Integration, Data Integration, Bereitstellen von API Services und gehen dann auch in eine konkrete Demo rein. Wir haben uns an der Stelle war eine recht vielseitige oder vielfältige Demo in dem Sinne überlegt und aufgebaut, dass wir einerseits versuchen mal abzubilden, mit welchen unterschiedlichen Integrationsthemen
was wir zu tun haben bei unseren Kunden und das aber möglichst so weit zu reduzieren, dass es auch demofähig ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite mal irgendwie einen Excel-File, wir sprechen eine Datenbank an, wir pushen Nachrichten in einen sogenannten Message Broker, da sagen wir nachher noch ein bisschen was dazu. Und dann geht es aber auch um einen Teil, wie APIs bereitgestellt werden können und wie man sie entsprechend nutzbar macht. Und anschließend, wenn wir noch Zeit haben für ein Fazit und vielleicht auch eine kleine Fragerunde. So, was sehen wir bei unseren Kunden? Naja, zunächst einmal sehen wir, dass unterschiedliche Prozesse teilweise Teil sind eben unterschiedlicher Geschäftsmodelle. Daraus resultierend sehr viele unterschiedliche individuelle Geschäftslogiken, Integrationslogiken, Geschäftsregeln, Business Rules. Oftmals sehen wir einfach auch das Thema, dass Prozesse und Geschäftsmodelle in unterschiedlichen IT-Systemen abgebildet werden. Wir bekommen es zunehmend mit einer Modellvielfalt an unterschiedlichen Geschäftsmodellen, digitaler oder nicht digitaler Natur. Wir sehen eine Wandlung von den klassischen Kundenlieferantensystemen hin zu Ökosystemen, wo sich alle möglichen Player als Teil des großen Ganzen sehen und datengetriebene Schnittstellen, Datenschnittstellen bereitstellen oder auch konsumieren. Wir sehen auch, dass oftmals Geschäftsregeln, Business Rules, ja, hart in Code verankert ist, hart in irgendwelchen Applikationen verankert ist, so also nach dem Motto, da ist gerade ein freier Codierer, ein freier Entwickler und der soll mal irgendwas bauen und dann bleibt das dafür ewig drin, vielleicht auch nicht wirklich orchestrierbar, managebar, änderbar, teilweise in irgendwelchen Cloud-Lösungen oder in lokalen Rechenzentren. Das Ganze macht es natürlich schwierig, Daten nachzuvollziehen und eine entsprechende Transparenz in die Prozesse und dahinterliegenden Datenintegrationsprozesse zu legen. Und gerade wenn wir auch über moderne oder was heißt moderne, über datengetriebene Geschäftsmodelle sprechen, dann reden wir immer auch sehr schnell über das Thema Datenqualität. Datengetriebene Modelle, Businessmodelle brauchen fortwährend eine hohe Datenqualität. Eventbasierte Modelle brauchen eine hohe Qualität. Und klar, es gibt viele Unternehmen, die ich auch persönlich in meiner Vergangenheit begleitet habe, um Datenqualität aufzubauen, aufzusetzen. Oftmals allerdings gar nicht mal in den ursprünglichen Systemen, in denen die Daten erhoben werden, sondern beispielsweise in einem Konstrukt eines Data Warehouse, wo einfach bestimmte Prozesse abgebildet sind und die Informationsbedarfe in die verschiedenen Fachabteilungen entsprechend sichergestellt werden. Aber wie gesagt, ich erlebe auch zunehmend die Anforderungen, auch Daten, die in so einem Data Warehouse zusammengeführt werden, in Applikationen, in geschäftskritische Applikationen einzubinden. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei dem Thema, wie funktioniert sowas, beispielsweise eben durch APIs, durch die Bereitstellung von Services. Das sind so typische Herausforderungen. Daraus ergeben sich gewisse Integrationsanforderungen. Ja, man muss sagen, naja, eigentlich, wenn sich irgendwo eine Geschäftsregel ändert, muss es ja nicht unbedingt der Fall sein, dass ein Softwareentwickler, der in irgendeinem Code hantiert, was ändern, was hinzufügen, was entfernen muss, sondern im Prinzip ist es ja die Idee, ganze Prozesse oder Teilprozesse so zu gestalten, dass die Fachabteilungen solche Regeln selber ändern können. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir solche Regeln, solche Konfigurationen, Parametrisierungen irgendwo zentral managen, aber trotzdem dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen den Systemen dezentral passieren kann. Wir haben es gerade in dieser Ökosystemlandschaft damit zu tun, dass wir plötzlich ganz neue Datenwelten haben. Ich sind Teil eines größeren Forschungsprojektes.
Das finanziert wird durch verschiedene Bundesministerien, wo es um Pay-per-Use-Geschäftsmodelle geht. Da haben wir es insbesondere mit Anlagen und Maschinenherstellern zu tun, aber auch mit Anlagenbetreibern. Auf der einen Seite Anlagen- und Maschinenbetreiber, die beispielsweise einfach nur gewisse Maschinen nicht kaufen wollen, nicht selber warten wollen, sondern einfach nur konsumieren und nach Konsum bezahlen wollen. Das wiederum setzt ja voraus, dass der Hersteller einer solchen Maschine, einer solchen Anlage in dem die Möglichkeit bekommt, überhaupt die Daten so zu erheben, dass es in die eigenen Abrechnungssysteme reinläuft und ohne Gefahr zu laufen, dass sowas manipuliert wird. Ja. Dann geht es natürlich auch darum, andere Partnerapplikationen einzubinden, beispielsweise Kunden, Lieferanten, die es plötzlich voraussetzen, einen gewissen Datenaustausch zu automatisieren, überhaupt verfügbar zu machen und wegzukommen von irgendwelchen manuell gesteuerten E-Mails, die dann als Anhang oder so, als CSV-Files hin und her geschickt werden, sondern eine komplette automatisierte Bereitstellung von entsprechenden Schnittstellen. Und dadurch, dass wir ja einfach schlicht und ergreifende Situation haben, dass es kaum mehr Software gibt, kaum mehr Anbieter gibt, die nicht irgendeine API bereitstellen, haben wir es mit immer mehr und immer schnelleren Anforderungen zu tun, Dinge miteinander zu verbinden, Daten zu fusionieren und entsprechend zu integrieren. Was ist jetzt eine mögliche Lösung? Aus unserer Sicht eine Lösung, die sich, wenn man es mal genau betrachtet, schon seit ja, vielen Jahrzehnten fast bewährt, ja, aber nicht unbedingt überall zum Einsatz kommt. Das ist eben die Möglichkeit eines sogenannten ESB, einer sogenannten ESB-Architektur. ESB steht für Enterprise Service Bus. Was bietet das Ganze? Im Endeffekt ist ESB so eine Art Middleware, das die gesamte datengetriebene Kommunikation verwaltet. Das bedeutet auf der einen Seite, durch Virtualisierung dafür zu sorgen, dass man Daten bereitstellt, die nicht in einer separaten Datenhaltung erfolgen, sondern Daten dort bleiben, wo sie sind. Auf der anderen Seite haben wir es damit zu tun, dass wir bestimmte Protokolle konvertieren müssen. Ja, also beispielsweise, wenn ich bei dem Thema von vorhin bleibe, ich habe da irgendwo einen Maschinenpark, der irgendwelche Sensordaten liefert in einem bestimmten Protokoll, das eigentlich zur Steuerung der Maschine gedacht ist. Ich will aber nur einen Extrakt daraus nutzen, um beispielsweise so ein Pay-per-Use-Geschäftsmodell aufzubauen. Da muss ich irgendwie dafür sorgen, dass diese Daten aus einem Steuerungssystem den Weg finden in ein Abrechnungssystem. Ja, da sprechen wir von Konvertierung. Wir sprechen auch darüber, dass wir Daten transformieren müssen, dass wir verschiedene Servicestufen anbieten müssen. Ich habe jüngsthin mit einem Unternehmen zu tun gehabt, ein Geräteproduzent, der so Klima-Lüftungsanlagen herstellt. Und dort wird den Service-Mitarbeitern eine App bereitgestellt, die direkt vor Ort Serviceaufträge in deren ERP-System anzulegen. So, und jetzt sitzt quasi dieser Servicetechniker an dieser App und macht vielleicht noch das eine oder andere Foto, schickt entsprechend eine Nachricht über die App an das Backend-System des Kunden. Und jetzt will natürlich der Service-Mitarbeiter sicher gehen, dass dieser Auftrag auch tatsächlich angelegt wurde und die Daten erfolgreich übermittelt wurden. Das macht eine entsprechende asynchrone Kommunikation erforderlich. Und sowas lässt sich über sogenannte Quality of Service-Einstellungen festlegen. Und was sind so typische Integrationsmuster, die wir vorfinden? Wir haben beispielsweise eventgetriebene Datenflüsse. Das heißt, es gibt einen Prozess, dahinter steht ein Datenfluss, der hat einen Input, der hat einen Output. Der Output triggert wiederum einen anderen Prozess in der Folge an und macht so entsprechend Automatisierung möglich. Wir haben das Thema APIs, wo es darum geht, auf der einen Seite APIs von Softwarelieferanten, von Datenlieferanten, von datengebenden Systemen und Applikationen überhaupt erst abfragbar zu machen, aber auch anderen Applikationen bereitzustellen. Ich habe jüngsthin diverse Gespräche geführt und bei einem Kunden, die
jetzt plötzlich das Data Warehouse, was ursprünglich mal als Management-Informationssystem gedacht war, plötzlich in operative Prozesse einzubinden, und die Daten, die da zusammengeführt und konsolidiert werden, in der App anzuzeigen. Ja, so, jetzt ist die Frage, wie kommen denn die Daten in die App? Und dafür macht sich zum Beispiel so eine API absolut nützlich. Wir haben natürlich klassische Integrationsmuster wie das Kopieren von Daten. Beispielsweise, wenn es darum geht, Informationskonsolidierung für Data Warehouse, Data Lake Systeme zu machen. Ja, dann muss ich halt auch mal Daten kopieren, sie anderen Systemen bereitstellen. Es geht um Datensynchronisierungsmuster, gerade wenn wir über Stammdaten sprechen. Und wir haben vielleicht verschiedene Stammdaten haltende Systeme, um sicherzustellen, dass überall der gleiche Informationsstand enthalten ist. Dafür brauchen wir entsprechende Datensynchronisierungsmöglichkeiten. Und gerade wenn wir dann über Analytics-Themen sprechen, über Machine Learning-Themen, über Analysemechanismen, brauchen wir auch Möglichkeiten, um Daten anzureichern. Ja, also so der Klassiker wäre das Anreichern von Wetterdaten irgendeines Wetterservices an Kundendaten beispielsweise oder vielleicht das Anreichern von Marktdaten, das Anreichern von anderen internen Daten. Und das sind alles so typische Aufgabenstellungen, die man mit so einer Lösung ja, eben lösen kann. Was haben wir für Vorteile, insbesondere für die Fachabteilung, für das Business? Naja, wenn man mal einerseits über ein TCO nachdenkt, über das Thema Kosten, ergibt sich die Chance, durch mehr Automatisierung einfach Prozesse zu verschlanken, weniger Fehler zu verursachen und damit natürlich auch irgendwelche Fehlerbehebungszeiten oder Fehleranalysezeiten zu reduzieren. Wir haben verkürzte Bearbeitungszeiten, und das in Summe führt gegebenenfalls eben auch zu geringeren Kosten. Ja. Also ich sag mal so, es gibt ja durchaus, wenn man so die aktuellen Medien verfolgt im Rahmen unserer Gesamtproblematik der Pandemie, erleben wir ja gerade, dass zum Beispiel die Gesundheitsämter wirklich Probleme haben, die Prozesse in der entsprechenden Zeit überhaupt durchzuführen. Das mag auf der einen Seite klar sicher auch an der schieren Masse liegen. Auf der anderen Seite stellt sich immer heraus, dass einfach ein Großteil des Datenaustausches noch nicht mal auf Excel-Basis oder so erfolgt, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Das sind aber Themen, das kann sich ein privatwirtschaftliches Unternehmen nicht unbedingt leisten. Und für solche Fälle, da können wir eben auch mit einem ESB-Ansatz solche Dinge reduzieren. Wir haben neue Möglichkeiten, andere Möglichkeiten, datengetriebene Geschäftsmodelle aufzusetzen, aufzubauen. Wir haben die Möglichkeit, schneller neue Geschäftsmodelle oder digitalisierte Prozesse zu entwickeln, aufzusetzen. Wir können Prozesse flexibler machen. Wir können für Datenkonsistenz sorgen. Gerade mein vorhin genanntes Beispiel, Kundenstammdaten sind vielleicht in verschiedenen Systemen verteilt, sind also redundant gespeichert und so entstehen eben Inkonsistenzen. Und hier können wir eben Regeln definieren, die dafür sorgen, die Systeme so miteinander kommunizieren zu lassen, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Wir können unterschiedliche Software-Systeme miteinander koppeln. Wir können einzelne Software-Komponenten von so einer gesamten IT-Architektur schneller austauschen, weil wir nicht mehr die direkte Integration der Daten haben, sondern immer über diese gemeinsame Middleware. Wir haben die Möglichkeit, Legacy-Systeme weiter zu betreiben und zu integrieren, anstatt vielleicht zu migrieren. Gerade wenn man auch über Firmenfusion nachdenkt, Systeme miteinander zu koppeln, gewinnen wir da einfach Zeit im Sinne der Time to Market, um solche Dinge schneller zu integrieren. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Vorteile auf einer rein technischen Sichtweise. Wir verringern Komplexität durch weniger Schnittstellen. Ja, wir müssen weniger Code maintainen, müssen weniger Release-Management machen. Wir können die originäre Geschäftslogik stark von der reinen Schnittstellenimplementierung trennen. Wir können
Services anbieten, um Visualisierungen zu ermöglichen, also Portale nutzbar zu machen, weil ich sage mal, irgendwie müssen ja entsprechende Portale, Oberflächen an die Daten kommen. Auch dafür bieten sich entsprechende APIs an. Und das Schöne ist, solche Lösungen haben in der Regel eine visualisierte Oberfläche. Das heißt, all diese Datenintegrationsprozesse werden visuell gestaltet und habe damit eine automatische Dokumentation der gesamten Datenintegration. Das ist so ein bisschen jetzt mal die allgemeine Welt, wie wir sie sehen. Eine mögliche Lösung, mit der wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist unter anderem die Talent Cloud API Services Plattform. Möchte dazu erwähnen, ich werde gegen Schluss noch mal kurz darauf eingehen, weil manche einer hört ja auch das Thema Cloud nicht so gerne oder hat gewisse Compliance, gewisse Regeln, egal woher getrieben, das Thema Cloud mal zumindest sehr kritisch zu betrachten. Aber da möchte ich gerade zum Schluss noch mal darauf eingehen, dass die Daten auch mit der Cloud-Version von Talent definitiv nicht in der Cloud landen müssen. Aber dazu später noch mal ein bisschen mehr. Es geht jetzt also konkret um die Cloud API Services Plattform. Die enthält im Wesentlichen zwei Kernfunktionalitätskomponenten. Auf der einen Seite alles, was das Thema Datenintegration, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich nenne es jetzt mal so diese klassische Datenintegration, die batch-orientierte Datenverarbeitung. Und später gehe ich gleich noch darauf ein, das ganze Thema APIs eben. Das ist eben eine zentrale Komponente, um die Talent Data Integration an der Stelle erweitert wird. Die klassische Datenintegration erfolgt in einer ja, visualisierten Oberfläche. Man spricht hier von sogenannten Komponenten und Knoten, aber das ist ja ein bekanntes Konzept eigentlich für alle Teilnehmer auch des Webcasts. Das heißt, man hat verschiedene Konnektoren, Adapter zu allen auch nur denklichen Systemen, Datenbanken, Files, XML-Files, CSV-Files, auch Webservices durchaus. Man kann sie verarbeiten, man kann sie aggregieren, man kann sie miteinander joinen, man kann sie mappen, man kann Strukturen verändern und man kann sie wiederum einer Datenbank, anderen Zielsystemen bereitstellen. Die reine Datenintegration, also da sprechen wir inzwischen von über 2000 Konnektoren und Komponenten, die das Arbeiten an der Stelle möglich machen. Das Schöne dabei ist, ist keine Blackbox, sondern all das, was man aus dieser visuellen Oberfläche zusammenzieht, ist am Ende des Tages Code, Java-Code, der daraus generiert wird. Das heißt, man könnte, oder manche machen das auch, dass man eigenen individuellen Java-Code integrieren kann, ja, oder aber auch den generierten Java-Code woanders rein integrieren kann. Also wir sind hier absolut offen, was das ganze Thema betrifft. Wir haben es mit einem sehr, wie ich finde, marktnahen, technologienahen Produktmanagement zu tun. Das heißt, alle gängigen Technologien, die man so vorfindet, sind auf eine native Art und Weise durch den Hersteller integriert worden. Neueste Plattformen, neueste Technologien werden unterstützt. Und man kann eben auch mehrere Entwickler an gleichen oder an unterschiedlichen Projekten arbeiten lassen, um so die datengetriebenen Anforderungen schnellstmöglich auch umzusetzen, wenn man mal an die Durchlaufzeit von solchen Dingen bedenkt. Oder auch das gemeinsame Nutzen von gleichen Datenbankkonnektoren. Und solche Dinge lassen sich in einem Shared-Repository ablegen. Der jetzt zentralere Teil auch für heute sind die API-Services. Die API-Services ist zunächst mal die Möglichkeit, eben APIs bereitzustellen. Das heißt, alle gängigen Methoden, die man von so einer RESTful-API kennt, wie Put, Get, Patch, Post und all diese klassischen Operationen,
die in der RESTful API erwartet werden, lassen sich implementieren. Und das Schöne ist, es lässt sich auch sehr einfach designen. Die Plattform bringt einen sogenannten API-Designer mit. Das ist jetzt heute nicht Bestandteil des Webcasts, wenn wir noch einen anderen Webcast dazu haben. Es geht darum, dass man solche APIs und die Methoden in der Browser-Applikation sehr schön einfach beschreiben kann und gleichzeitig auch Demo-Daten hinterlegen kann und sofort auch ein Mockup-Link generieren, sodass man die API in der entsprechenden Zielapplikation oder in dem Visualisierungsfrontend schon integrieren kann, bevor die eigentliche Datenlogik schon implementiert ist. Also gerade wenn es um Parallelisierung geht von solchen Dingen, ist das ein absolut tolles Instrument. Genau. Dann, was ja auch wichtig ist bei APIs, ist die Unterstützung von API-Gateways. Auch da haben wir eine native Unterstützung für alle gängigen API-Gateways. Ist, ob das das Microsoft API-Gateway ist, das Microsoft Azure API-Gateway, das AWS-Gateway, ein MuleSoft API-Gateway oder wie die alle so heißen oder auch ein IPM-Gateway. Dadurch, dass ja diese API-Spezifikation in zwei bis drei weltweit akzeptierten Standards formuliert werden, die eigentlich auch von all diesen Gateways unterstützt werden, haben wir dann eine komplette Integration und mit einem Klick können wir das entsprechend exportieren und nutzbar machen. So, als kurze Einführung, ich würde jetzt mal den Eduard Kloß bitten, den Bildschirm zu übernehmen, dass wir auch mal sehen, über was ich so die ganze Zeit jetzt hier geredet habe. Eduard, kannst du den Bildschirm übernehmen? Okay. Dann übernehme ich. Okay, es handelt sich hier um das besagte Tool Talent. Ganz kurze Worte zu Talent Tool. Das ist ein Eclipse-basiertes Tool für Integrationsaufgaben. Hier habe ich dann die Möglichkeit, Jobs zu designen und hier dann unterschiedliche Datensysteme anzusprechen. Rechts sehe ich eine komplette Palette von Komponenten, die mir Talent zur Verfügung stellt, um diese dann in meinen ETL-Prozess einzubinden und diese dann zu konsumieren. Und links auf dem Bildschirm wird die Projektstruktur dargestellt. Da habe ich die Möglichkeit, kompletten Workflow zu designen. Und hier habe ich dann die ganze Projektstruktur. Dann habe ich die Möglichkeit, auch in Metadaten unterschiedliche Datenquellen anzuzapfen. Hier gibt es die Möglichkeit, Datenbanken anzuzapfen oder auch strukturierte, unstrukturierte Flat-Files, XMLs, Excel und Subsysteme oder zum Beispiel Google Drive oder bei manchen Kunden auch gefordert, SAP-Konnektoren zum SAP-ERP-System, um daraus dann Daten zu extrahieren, diese dann zu verarbeiten, in dem ETL-Prozess zu verwerten, Daten anzureichern und entsprechend dann irgendwo abzulegen oder für einen Services bereitzustellen. Ich werde dann heute drei Jobs zeigen, zwei Jobs. Da geht es eigentlich darum, wie angekündigt, eine Kundenliste mit Wetterdaten anzureichern. Da werde ich jetzt in diesem Job zeigen, wie dies dann vonstatten geht. Da spreche ich eine externe Web-Schnittstelle an, wo ich dann eine Anfrage kriege. Diese Schnittstelle liefert mir Wetterdaten in Form von einer XML. Diese XML verschicke ich an einen Message Broker, ein MQ. Das ist eine technische Möglichkeit für asynchronen Datenaustausch zwischen den Systemen.
Da habe ich die Möglichkeit, ein weiteres System einzubinden in meinen Talentprozess. In dem anderen Job geht es darum, diese Nachrichten von dem Message Broker zu empfangen, also Stichwort der asynchrone Datenaustausch. In dem anderen Job wird dann diese Message von dem Message Broker abgeholt und ganz einfach auf der Konsole dargestellt. Und in dem dritten Job werde ich dann zeigen, wie ich so ein API bereitstelle, eine ganz einfache Aufgabe, so eine Taskverwaltung. Ich habe da einen kleinen Demosatz vorbereitet, welche To-Dos, welche Tasks wurden ja fällig, was haben wir jetzt für die Vorbereitung für diesen Demo gemacht, und dieser Task gilt es eigentlich dann über diese API bereitzustellen. Genau, wir fangen dann mit dem ersten Job an. Ich habe eine fiktive Kundenliste, eine Excel-Liste, was ja oft von der Fachabteilung kommt, und da gilt es, diese Kundendaten anzureichern. Für diesen Demo-Beispiel habe ich jetzt überlegt, dass wir diese Kundendaten, in diesen Kundendaten sind Orte gespeichert, und wir möchten dann für diese Kundendaten die aktuellsten Wetterdaten abholen und diese Kundendaten mit Wetterdaten anreichern. Da gibt es unterschiedliche Komponenten. Wie gesagt, rechts aus der Palette können dann unterschiedliche Konnektoren oder Komponenten in meinen Designer per Drag and Drop hinzugezogen werden, und diese Komponenten können dann programmiert oder konfiguriert werden. Wir haben in Talent sehr mächtige Komponenten. Eins von diesen ist eine T-Map-Komponente. Bei der T-Map-Komponente geht es eigentlich darum, um Datenflüsse miteinander zu mappen. Da kann ich dann in diesem T-Map-Komponente zwischen dem Mapping Daten anzureichern. Da kann ich auch gewisse Variablen einführen. Diese Variablen kann ich dann vorberechnen, anreichern und so weiter. Und zwischen dem Input und Output kann ich dann die Variablen dazwischen schalten, und da kann ich die Variablen anreichern. Berechnungsregel kann ich dann hier implementieren, und das ist eine sehr mächtige Komponente. Hier in diesem Beispiel geht es eigentlich darum, in diese T-Map-Komponente, dass ich eine Kundenliste habe. Da sind die Orte gespeichert, aber dieser Wetterservice benötigt eine bestimmte ID für den Ort. Dafür liefert mir dann der Lieferant eine Liste in Form von einem JSON-String. Es ist eine große Datei, wo alle möglichen Cities gespeichert sind, und zu diesen Cities gibt es eine eindeutige ID. Und in dieser T-Map-Komponente geht es eigentlich darum, den Ort mit den City zu joinen, also zu verknüpfen, dass ich eine eindeutige Verknüpfung habe. Und mit der eindeutigen ID aus dem JSON-File mache ich dann die Wetteranfrage. Die Anfrage passierte dann über die Komponente TRESTClient. Da spreche ich eine Kontext-URL. In diese Kontext-URL ist eine bestimmte URL-Adresse hinterlegt, und das ist dann dieses Service, was mir der Dienstleister OpenWetterMap bereitstellt. Da stelle ich eine Anfrage, und dieser Dienstleister liefert mir dann ein Result-Set in Form von einem XML, und diese XML verschicke ich dann direkt an den Message Broker. Dazwischen gebe ich aber diese XML auf der Konsole, so dass ich, wenn der Job läuft, dass ich dann das Ergebnis, was mir dann der Webservice zur Verfügung stellt, dass ich dann es sofort auf der Konsole sehe.
ich starte den Job. Jetzt in diesem Designer habe ich komplett den ganzen ETL-Job beschrieben und jetzt geht Talent hin und generiert da einen Java-Code und lässt diesen Java-Code direkt in der Java-Engine ausführen. Im ersten Step sehen wir, dass jetzt der Lookup gemacht wird auf die Cityliste. Da wird dieses JSON-Dokument in dem RAM geladen, damit dann im nächsten Step ein Join passiert mit der Kundenliste und für jeden Datensatz wird jetzt eine Anfrage an Wetter Service gestellt, Wetter Web Services, und der liefert mir ein Result Set, stellt mir das Ganze dann auf der Konsole dar. Da sehe ich das aktuelle Ergebnis für eine bestimmte ID. Und dann wird diese Message direkt an Message Broker verschickt. So, während er läuft, starte ich in dem anderen, gehe ich in dem anderen Job. Da geht es darum, dass ich dann den Message Broker anspreche und ich hole von dem Message Broker die Nachricht in Form von einer XML ab, parse diese XML mit der Komponente tExtractXML Field. Diese Komponente kann dann aus der Palette per Drag and Drop gezogen werden und dann kann ich diese XML oder diese Komponente muss ich dann konfigurieren und diese Komponente extrahiert mir dann Informationen aus dem XML und gibt mir auf der Konsole. Dazwischen kann ich dann hingehen. Da gibt es die Komponente T-Java Raw. Da geht es eigentlich darum, dass ich meinen eigenen Custom-Code in diese Komponente implementiere. Talent bietet mir die Möglichkeit, dass ich meinen eigenen Java-Code implementiere. Das heißt, ich kann hier in dem T-Java Raw oder es gibt auch andere Möglichkeiten. Und zwar in dem links in dem Baum Code. Da gibt es eigene Routinen. Da stellt mir auch Talent Hersteller seitige Standardfunktion. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, auch meine eigene Routinen zu entwickeln. Da haben wir auch als Time-to-Act eigene Assets selbst entwickelt, die dann im Alltag helfen sollten, solche Integrationsaufgaben schneller zu bewältigen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, auf diese Routinen zuzugreifen oder ich kann dann in der Komponente T-Java Raw meinen eigenen Java-Code zu implementieren. Hier geht es eigentlich darum, da wird jetzt eine Routine verwendet, um den String zu beschneiden. So, ich starte jetzt den Job und der holt jetzt die Nachrichten aus dem Message Broker und parst diese XML und gibt die XML einfach auf der Konsole. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, entweder dieses Ergebnis dann irgendwo in dem weiteren Workflow zu verarbeiten oder in dem Fall in diesem Demo-Beispiel, wir wollten das möglichst so kurz halten, geben wir das Ergebnis einfach auf der Konsole aus. Und diese Ergebnisse können dann jetzt in CSV-Files abgespeichert werden oder zu weiteren Datenquellen transferiert werden. Das wären jetzt die ersten beiden Jobs. Ein klassischer Batch-Job. Und in dem dritten Beispiel möchte ich dann die Bereitstellung von einer REST-API darstellen oder vorstellen. Da haben wir ein kleines Beispiel überlegt. Wir haben eine Datenbank aufgebaut, wo Message oder wo Task hinterlegt sind. Ich öffne die Datenbank, wo zum Beispiel die Task, die ja notwendig waren für die Vorbereitung von diesem Webcast. Da habe ich diese ganzen Tasks schon in der Datenbank angelegt. Und in dieser REST-API soll es eigentlich darum gehen, dass ich mir eine komplette Liste auf der Konsole oder auf einem Tool
hole und diese dann darstelle. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich eine andere VPN wählen, weil es ist ein anderes System. Mit. Ja, genau. Also vielleicht eine Zwischenzeit kurz, bevor wir diese VPN-Themen noch geklärt haben. Man sieht jetzt hier schön, das war quasi diese verschiedenen Methoden, die eine API dem Gegenüber anbieten sollte oder will, hier abgebildet werden. Genau, gibt es jetzt diese GET, POST Methode und jede Methode präsentiert oder wird repräsentiert durch einen so einen Strang, so einen dieser orangenen Linien. Und dorthinter liegt dann quasi die Aus- oder die Logik, die durch den API-Call eigentlich ausgeführt werden soll. Also in dem Fall wird halt eine Datenbankabfrage gemacht und dann wird entsprechendes Ergebnis als Response geliefert. Und der Eduard Kloß wird das gleich so zeigen, dass wir mit einem API-Tool, mit dem man solche API-Calls ausführen kann. Das ist recht bekannt als Postman, wo man sowas austesten kann, zeigen, wie das funktioniert. Aber normalerweise könnte man eben diese APIs direkt in irgendwelche Apps, in irgendwelche Frontends, Portal-Applikationen oder in andere Applikationen direkt einbinden. Das ist völlig frei und völlig offen, was man damit dann tut. Genau. Eduard, bist du soweit? Jetzt bin ich soweit. So, ich habe jetzt den Job gestartet, damit dieser Job dann deployed wird und lokal auf meine Maschine ausgeführt wird. Eduard, ich höre nichts mehr. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich habe jetzt Ach so, okay. ein. Kann das sein, dass der andere Job noch läuft? Nö. Checkt man nochmal die VPN-Verbindung. Die VPN-Verbindung steht. Das ist immer gut, wenn es live nicht geht, was man eine Stunde vorher noch erfolgreich getestet hat. Ja. Das ist natürlich höchst ärgerlich. Also eigentlich sollten wir jetzt quasi sehen, dass das eine solche API hier lokal auf dem Rechner ausgeführt wird, womit man dann eben solche Calls, API-Calls durchführen kann. Das, ne, ist ein relativ einfaches Beispiel, einfach so eine Art Aufgabenverwaltung, dass man also quasi einfach eine Liste bekommt von allen möglichen Aufgaben, die da hinterlegt sind, dass man eine neue Aufgabe erstellen kann, dass man eine ganz bestimmte Aufgabe laden kann, zur Anzeige bringen kann oder auch eine bestimmte Aufgabe ändern oder eben auch löschen, ja, wenn sie dann erledigt ist oder als erledigt abhaken. Ja. Das sollten wir jetzt eigentlich sehen. Soll offenbar nicht sein. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen jetzt einfach weiter.
Und ich würde einfach den Bildschirm wieder übernehmen. So. Ich hoffe, man sieht ihn wieder. Das tut mir jetzt echt leid, dass das nicht klappte. Vielleicht müssen wir das auch nochmal irgendwie nachschieben. Aber ich wollte ja auch nochmal unabhängig davon ein, zwei Worte über diesen Begriff Cloud oder die Architektur verlieren. Ja, die meisten von Ihnen im Call kennen das Talent Studio. Das ist sozusagen das Werkzeug, was wir jetzt auch gerade gesehen haben, um solche Datenintegrationsprozesse und APIs zu modellieren, zu designen. Die können entweder direkt innerhalb des Talent Studio zur Ausführung gebracht werden oder entsprechend auf einem Job-Server, der auf einer entsprechenden Serverinstanz läuft. Und dieses Produkt von Talent, das gibt es also neben einer reinen On-Prem-Variante eben auch als Cloud-Variante, wobei da muss man eben eins wissen, wenn quasi im Talent Studio so eine API, so ein Job entwickelt wurde, da muss ja irgendwo der Quellcode, der da entsteht, irgendwie verwaltet werden. Es muss Möglichkeiten geben, um zum Beispiel von einer entsprechenden Entwicklungsumgebung und Deployment auf eine Testumgebung, auf eine Produktivumgebung durchführen zu können. Irgendwo muss ich ja einstellen können, welche Entwickler eigentlich welche Projekte arbeiten oder nur ansehen dürfen. Es gibt Aufgaben, die gescheduled werden sollen. Braucht es also einen entsprechenden Scheduler. Und das ist eigentlich so der einzige Teil, der quasi in der Cloud-Variante durch den Hersteller gemanagt wird. Das bedeutet, alles, was also entwickelt wird, designt wird, das bleibt nach wie vor im Talent Studio. Die Ausführung kann ich jetzt aber immer noch wahlweise entweder in einem eigenen Rechenzentrum machen oder wie jetzt hier dargestellt, in irgendeinem Rechenzentrum. Kann das eigen sein im eigenen Haus? Das können bestimmte VMwares, eine bestimmte Umgebung in einem der bekannten Infrastrukturprovider wie Azure, AWS oder so sein. Das ist vollkommen egal. Dafür gibt es diese sogenannte Remote Engine. Das ist nichts anderes als der bisherige Jobserver, erweitert um die Funktionalität, mit der man eben dann auch Services zur Ausführung bringen kann. Und diese Remote Engine, die lässt sich auf beliebigen Windows- oder Linux-Systemen installieren. Wohl im eigenen Haus, im eigenen Rechenzentrum oder eben irgendwo anders. Und das bedeutet, das Einzige, was diese Remote Engine in die Cloud liefert, sind Statusinformationen und Logfiles. Ja? Also zum Beispiel, wann wurde eine Aufgabe, ein Task zur Ausführung gebracht? Wer hat Status, ne, laufen die Services, welcher Service läuft jetzt gerade oder welcher auch nicht. Ne? Das sind solche Status- und Log-Informationen, die werden tatsächlich mit der Cloud geteilt. Auch das, was ich sage jetzt mal an Code entwickelt wird, das wird quasi auch in die Cloud geschoben und dann automatisch auf die Remote Engine transferiert. Aber der eigentliche Datenfluss zu den Datenbanksystemen, zu den Apps, egal, ob die jetzt on-premise sind oder ob die irgendwo anders extern liegen, dieser Datenfluss, der läuft wahlweise ausschließlich zwischen dieser Remote Engine, ich sage jetzt mal noch alias Job Server und dem originären IT-System. Ja. Das muss man wissen, aber unabhängig davon, man kann auch diesen ganzen Administrationsteil, den man hier in der Cloud benutzen kann, auch genauso gut Premise im eigenen Rechenzentrum installieren, ist ein anderes Modell, aber genauso und ist am Ende des Tages auch technisch betrachtet das gleiche Talent Studio, die gleiche Entwicklungsumgebung. Das wollte ich nochmal sagen, weil klar, also man kann auch, es gibt auch Remote Engines, gibt es auch sogenannte Cloud Engines, also wenn man will, kann man durchaus auch den Datenfluss und die Ausführung in der Cloud nutzen und betreiben. Aber man muss es eben nicht, man hat diese Wahl, hat aber den riesen Vorteil, dass man sich um die gesamte Administrationsinfrastruktur, die hinter Talent hängt, eben nicht mehr kümmern muss.
Das übernimmt der Hersteller an der Stelle. Das war wichtig, nochmal zu erwähnen. Ich hätte jetzt gesagt, ich glaube, so 5 Minuten oder so haben wir noch. Matthias, ich bin, Falls, ja. ich habe jetzt soweit hinbekommen und das kann jetzt gezeigt werden. Ja, dann ist natürlich super, wenn wir das doch noch hinkriegen. Dann switche ich auf meinen Ja. Schirm. Also dann holen wir das jetzt noch nach, was wir eben aus welchem Grund auch immer nicht sehen konnten. Da war das Problem, dass Ist egal, zeig einfach, genau, ja. genau. Ich starte jetzt den Job. Da wird jetzt der Job deployed und in einen Runtime bereitgestellt. Und wenn dieser Job dann läuft als Service, dann kann ich diesen Service über das Tool Postman ansprechen. Dieser Service sagt mir jetzt Talent, dass diese jetzt deployed ist und läuft unter diese URL. Und diese URL kann ich dann jetzt zum Beispiel mit dem Postman ansprechen und kann diesen Service jetzt konsumieren. Und dieses Service bietet mir dann unterschiedliche Methoden an. Wir haben ja gesehen, in diesem Service gibt es unterschiedliche Methoden, die implementiert worden sind. Get-Methode, Post-Methode, Get, Add oder Löschen. Diese Methode kann ich dann über Postman ansprechen. Als erstes möchte ich komplette Liste mir über die Get-Methode holen. Da starte ich den Postman. Er spricht jetzt den Web-Service an. Ich kann parallel dazu auch wunderbar grafisch darstellen, was jetzt in Talent verarbeitet wird, also welcher Strang. Und da sehe ich, dass jetzt das Ergebnis geliefert wurde. Und dann sehe ich in der Postman, im Body, welche Ergebnisse dann mir dieser Webservice geliefert hat. Ich kann das jetzt auf der Datenbank nachvollziehen. Diese ganzen Daten sind in der MS SQL Datenbank gespeichert und diese Daten sind dann in dieser Tabelle enthalten. Also wir sehen, dass diese Daten dann von Talent gelesen werden in Form von einem XML oder man kann auch hier andere Formate einstellen und diese Format wird dann zu Webservice geliefert. Ich kann jetzt auch hingehen und neue Task erstellen. Dafür muss dann die Methode Post verwendet werden. Da kann ich jetzt einen neuen Task hinterlegen, was weiß ich, Nachbereitung Webcast. Diese Anfrage stelle ich dann an meinen Webservices, kann dann in mein Talent Studio sehen, welcher Strang jetzt verarbeitet wird. Er hat jetzt einen Task angelegt in der Datenbank. Jetzt kann ich in der Datenbank auch gegenchecken, ob dieser Task auch angekommen ist. Nachbereitung Webcast, da habe ich ein Schreibfehler, aber so viel dazu. Und jetzt kann ich auch mit der Get-Methode mir das Ergebnis auch aktuell abfragen. Also wie gesagt, hier wird eine API bereitgestellt und diese API kann ich dann von unterschiedlichen Systemen anzapfen. Es muss nicht sein, dass ich jetzt Postman dafür verwende. Es gibt auch andere Tools, die auch so Web-APIs ansprechen könnten. Es gibt auch andere Projekte, zum Beispiel bei einem Kunden, wo ein Portal läuft. Und diese Portal macht dann eine direkte API-Aufrufe und entsprechend kann das dann so realisiert werden. Jetzt sehen wir, dass in der Liste der Task, was ich jetzt davor mit der Post-Methode angelegt habe, dass der jetzt hier erscheint. Und hier habe ich dann auch weiter die Möglichkeit, auch diesen Task
zu löschen. Da muss ich eine eindeutige ID übergeben oder ich habe dann über die Put-Methode kann ich dann jetzt den Task komplementieren. Das heißt, der Task ist jetzt abgehakt und dann das kann ich dann mit der Put-Methode machen. Genau, Okay, das so viel hervorragend. dazu. Genau. Super, super, dass es noch geklappt hat, Eduard. Vielen Dank. Also wir sind jetzt schon hart am Ende eigentlich der Zeit angekommen. Wir haben jetzt genau 3:05. Wir haben jetzt einiges gehört über Anwendungsfälle, über Nutzen, über Möglichkeiten von so einer API, ESB-Architektur und Plattform. Mal also so ein ganz groben Einblick gewinnen können, wie man sowas entsprechend auch gestaltet, wie sowas aufgebaut wird. Ich hätte jetzt trotzdem gesagt, in den letzten 2, 3 Minuten Mikrofone freizuschalten und gerne den Teilnehmern entsprechende Rückfragen noch ermöglichen. Ich versuche das jetzt gerade mal, die Stummschaltung für alle aufzuheben. Und wenn Fragen sind, einfach noch mal fragen, ja. So, gibt es vielleicht noch mal, ich glaube im Man muss auch dazu sagen, der jeweilige Teilnehmer muss sich dann explizit die Stummschaltung aufheben. Ah, vielen Dank, das ist ein guter Hinweis. Wenn keine Fragen sind oder die Entstummung gerade nicht funktioniert, stehen wir natürlich auch gerne im Nachgang zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns an. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für die Teilnahme im Webinar. Wir werden das jetzt auch in regelmäßiger Folge so fortführen, zu verschiedenen Themen, nicht nur auf Talent bezogen als Datenintegrationsplattform. Wir haben noch einige andere Webinare am Start. Ich glaube, jetzt zeitnah folgt ein Webinar zum Thema Cognos Analytics. Wollen wir Sie entsprechend noch darüber informieren. Danke mich ganz herzlich und wünsche einen schönen Nachmittag und eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut.